Krieg setzen, das war ja klar. Das war ja klar. Genau, falsch verbaut. Falsch verbaut. Ist eigentlich nicht doch wieder richtig. Bei Minus mal Minus ist Plus, haben wir ja gelernt. Ich weiß nicht, haben sie mittlerweile Glas, welches man verwenden kann? Zumindest könnte man das Ganze mit Wolle bauen. Hier haben wir sogar tatsächlich Glasscheiben. Okay. Das ist gut zu wissen. Als Provisorium nehmen wir erstmal, Anführungsstrichen, nur das Gitter. Und wenn ich mich wirklich dafür entscheiden sollte, dass wir hier wirklich getönte Glasscheiben, hört sich auch komisch an, aber buntes Glas mit einsetzen, dann wird das auch ein Kunstwerk. Und gerade wenn es dann mit Licht und Glowstone ist, das ist echt eine feine Sache dann einfach mal. Ich glaube auch, wenn man das nicht nur als Platzhalter nimmt, es ist ja wirklich ein Projekt, was ein bisschen länger dauern wird, vermute ich mal. Hat man ja noch gar nicht so angedacht. Aber wie gesagt, wir gucken, was wir schaffen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ist auch so ein bisschen philosophisch gerade auch angehaucht. Das ist gar nicht, was ich heute in meinem Frühstück hatte. Ja, wahrscheinlich Peter Lustig gegessen. Weiß ich nicht. Okay, wir machen das hier erstmal zu. Zielsicher wie eh und je. Irgendwas ist da ganz schräg gerade. Ja genau, so wollte ich das haben. So. Wir können das ja auch mal von der anderen Seite ein bisschen betrachten. Meinetwegen von diesem Berg aus hier. Was mich hier noch ein bisschen stört, ist, dass links und rechts das alles noch ein bisschen sehr glatt ist. Also da werden wir wahrscheinlich noch einige Verzierungen hier dran bappen müssen, damit das dementsprechend auch ja, ein bisschen Wirkung zeigt. Das muss ja auch repräsentativ sein. Wer hat, der kann, ne? Ist ja ganz klar. Das ist ja auch gerade das Schöne daran. Man mag vielleicht an sich sehr begrenzt sein in seinen Mitteln, und mit seinem Geld und eventuell auch mit einigen Fähigkeiten und ob das jetzt Stressbelastung ist oder ja, weiß ich nicht, irgendein anderes Handicap, dass man nicht pfiffig genug für eine Sache ist oder ganz gerne irgendwas anderes machen wollte, aber das nicht so hinbekommt, wie man das eigentlich hätte sich gerne gewünscht. Abgesehen, dass sowieso nicht alles perfekt sein muss. Wer sagt denn das auch überhaupt? Ist ja völliger Quatsch. Aber. Auch super, immer dieses Wort aber. Ich bin kein Nazi, aber. Das darf man sich überhaupt nicht angewöhnen. Da zitiere ich übrigens auch ganz gerne meinen Lieblingskabarettisten Hagen Räther. Nicht wählen gehen ist wie sich nicht die Zähne putzen. Wenn man es nicht tut, wird es ganz schnell braun. Aber ganz schnell. Jetzt sind wir schon wieder politisch geworden, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ach, schrecklich. Schrecklich. Naja, manche Leute lernen halt nicht aus der Geschichte. Aber was willst du machen? Art willst du machen, das sind immer die gleichen. Und es sind auch nicht immer die bildungsfernen Schichten. Kann man nicht pauschalisieren. Obwohl, naja, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so, dass ich eine Studie hätte, aber naja. Macht euch da einen Kopf. Lasst euch da von niemandem irgendwie reinreden. Nicht einmal von mir. So. Das sieht schon sehr, sehr episch aus. Muss ich ja mal so. Mir selbst lobend, stinkend aufs
auf die Schulter klopfen. Ja, die Fenster, die müssen noch... Ja, müssen die noch einheitlich bekommen. Das ist sicher. Lass mir erstmal die Höhe hier fertig machen. Was ist die Höhe? Ist ja wohl die Höhe. Den Witz habe ich auch wahrscheinlich noch nie in meinem Leben gebracht. Aber nee. Was willst du machen? Ich bin auch so ein bisschen gespaltener Meinung. So meinetwegen müsste das theoretisch hier anfangen. Auch hier wieder ein Provisorium. Weil das Dach sicherlich eine andere Farbe bekommen wird. Wahrscheinlich Niederziegel oder sowas in der Art. Aber ich wollte ganz gerne hier so eine Art Spitze bauen. Aussieht das wieder eine andere Frage nicht. Ach, hoch. Das wollte ich gar nicht. OMLG Gaming. Ich guck mal ganz kurz in den Chat, was sie dazu sagen. Ob sie noch Ideen haben. Ist natürlich auch so eine Sache, die, naja. Weißt du Bescheid? Das ist doch alles schon mal eine... Die Idee eigentlich. Ich zieh mal derweil hier ein bisschen die Sachen hoch. Das würde mir sogar ganz gut gefallen, wenn wir das so ein bisschen zweistöckig machen. Aber ich weiß nicht, ob wir dafür wirklich den Platz haben oder ob die Küche da zu klein ist. Ja, ihr werdet lachen, zu klein, aber naja. und zwar, dass das auf einer Seite hochgeht. Ich nehme jetzt einfach mal das Holz hier. Aber das ist... Ja, ich weiß nicht. Nehmen wir mal Eiche einfach mal. Dass man sagt, okay, quasi hier... einen Plattenbau legt. Er muss schon hier. Ich hol sie mal hier gerade weg. Das gute alte Provisorium. Ich glaube, das ist wie so eine ewige Baustelle hier. Mein Rom wurde ja auch nicht an einem Tag gebaut. Ich weiß ja nicht, ob ich das
das so hinbekomme, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Machen wir später. Das soll jetzt nicht unser Problem sein. Mann, war das schnell. Und wenn man das dann hat, muss man hier noch eins hochgehen. Dass man nicht bündig ist. Ja, geht's zu weit. Das reicht ja schon. Ich will auch nicht zu viel bauen, weil wenn man sich mal verbaut, hat man dann viel mehr davon. Ist denn? Wenn das hier nicht das Ende war. Das war nicht das Ende. Ich habe ja vorhin eingangs gesagt, dass mir das hier noch ein bisschen zu flach und zu... Ja, sagen wir einfach mal, es ist blockig. Das gefällt mir noch nicht. Das heißt, wir verschieben das, was wir hier gebaut haben, ein bisschen weiter nach links. Können dann eben das Dach, so wie wir das gerne wünschen, so wie das hier eigentlich sein sollte, mit bauen. Hier machen wir einen kleineren Kirchturm draus, quasi so. Mit eigenem Dach. Vielleicht kommen da noch so kleine Türmchen hin. Mal sehen. Aber... Ja. Dann kann man sich nämlich hierfür entscheiden, dass das ein eigener Turm wird. Dann kann man hier auch das Dach hochzimmern. Entscheiden, dass wir das hier als Dachmaterial nutzen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber so kommen wir wenigstens in einen Zweitonbereich rein. Wir haben nicht immer die gleichen Farben hier. Was es dann durchaus auch ein bisschen schicker macht.